Hallo YouTube, ich bin Bini und ich hoffe natürlich, dass ihr gut rübergekommen seid, also einen guten Rutsch hattet. Ich hoffe, dass alle eure Vorsätze für 2015 funktionieren und vielleicht sogar einige Pen-and-Paper-Voraussetzungen zusammen funktionieren. Stichwort RPC, vielleicht sehen wir uns da ja mal dieses Jahr. Nun, auf jeden Fall hoffe ich eben, dass all das für euch funktioniert. Ich hoffe vor allem, dass ihr Silvester ein bisschen besser verbracht habt als ich, denn ich lag im Bett und war krank. Was allerdings gar nicht so schlimm war, denn Silvester kann ich eh nicht so richtig leiden. Zu viele Leute draußen, zu laut und zu viele Explosionen. Heute gibt es den dritten Teil der Requisite im Rollenspiel-Reihe und das Ding heute wurde eben sich gewünscht. Ja, ich sollte nämlich dieses Tagebuch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Da es allerdings gar nicht so viel dazu zu sagen gibt, wie das Ding entstanden ist, ist nämlich ziemlich einfach. Werde ich also ein bisschen was daraus vorlesen und ich hoffe, dass das irgendwie weiterhilft. Erstmal zur Entstehung. Ja, ich habe mir also einfach so ein komisches Notizbüchlein geholt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Habe es eben auseinandergerissen, also habe vor allem vorne diese Hülle entfernt und bin dann wie wild darauf rumgetrampelt. Ja, ich habe mir einfach Schuhe angezogen und bin darauf rumgetrampelt. Dann habe ich immer mal wieder einige Ecken und einige Kanten rausgebrannt. Habe auf jeden Fall auch ordentlich viel Tintenfleckereien produziert. Und immer mal wieder, wenn es mir richtig erschien, einiges an Kerzenwachs verteilt. Dann bin ich wieder darauf rumgestiefelt und dann sind meine Nachbarn ohne Witz nach oben gekommen und gefragt, ob ich irgendwie besoffen wäre, weil ich die ganze Zeit auf diesem Ding rumtrampel. Und dann meine ich, nein, nein, alles gut. Ich trampel nur auf diesem Buch rum. Das ist nicht so gut angekommen. Macht das also nicht. War noch in meiner alten Wohnung, dementsprechend ist mir das heute ziemlich egal. Natürlich habe ich vorher noch mir einen Charakter ausgedacht. Also ich hatte zuerst das Buch vollgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht angefangen, wie wild in eurem Zimmern rumzu... Egal. Dann also, ich hatte es zuerst vollgeschrieben und dann natürlich angefangen, die einzelnen Seiten eben zu verbrennen, außer bei einer einzigen Seite und zwar dieser großartigen Seite hier. Muss ich kurz mal sehen. Seht ihr das? Ja, super. Die Seite, da habe ich nur einzelne Buchstaben einfach blöd aneinander gereiht. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. Und dann habe ich einfach die Seite rausgerissen. Da, so dass es aussieht eben, als ob die ganze Seite beschrieben worden wäre, was sie nie wurde. Weswegen dort ein Wort steht, was in Aventurien wenig Sinn macht. Da steht nämlich Bio. Arsch. Ohne Witz. Ich sollte echt überlegen, was ich tue. Nun gut. Also, ich habe mir einen Charakter ausgedacht. Und dieser Charakter heißt Humus. Der Abenteurer. Ohne Witz. Humus, der Abenteurer. Und Humus der Abenteurer hat eindeutig zu viel von Angbar, einer ziemlich großen und ziemlich lauten Stadt, weswegen er sich denkt, ha, YOLO, ich gehe in den Untergrund. Es gibt nämlich unter Angbar, ich weiß gar nicht, ob das auch, ich glaube auch im offiziellen Aventurien, da bin ich gerade so ein bisschen überfragt, es gibt nämlich unter Angbar ein riesiges Katakombensystem, was eben geschaffen wurde, damit die ganze Stadt evakuiert werden kann, falls mal Angbar angegriffen wird. Und da ist er dann halt eben reingezogen. Diese Katakomben standen natürlich über Jahrhunderte leer. Und wie gesagt, er wollte das Ding wieder bewohnen, er wollte das zu seinem eigenen kleinen Reich umbauen, er wollte König sein und vor allem wollte er als kleine Allmachtsfantasie irgendwann wieder auf die Erde in das Sonnenlicht treten und die ganze Welt unterjochen und bla bla bla. Sympathischer Typ, sympathischer Typ. Auf jeden Fall. So, und jetzt fange ich gleich einfach an, ein wenig was daraus vorzulesen. Wink. Und da musste die Mütze weichen, denn es ist unglaublich warm gerade. Tag 1. Endlich weg. Raus aus dem ganzen Trubel der Welt. Das Geheimnis wartet auf mich und aus den Schatten unter der Stadt klingt geheimnisvoll mein Name. Humus, der Abenteurer, der die Unterwelt bezwingen wird. Ausgerüstet bin ich mit meinem Verstand und meinen blitzenden Klingen. Das feige Pack hat auf mich eingeredet. Geh nicht, du wirst sterben. Aber sie wollen mich nur aufhalten und um meinen Ruhm bringen. Habe nun die ersten Schritte gewagt, bin in der Nähe des Neumarktes runter, hat gut für Aufsehen gesorgt, die halbe Stadt war da und hat wieder geheuchelt. Und dann sind einige Sachen verbrannt, weswegen ich einfach auf der nächsten Seite weiterlese.
Vor allem muss ich die unterirdischen Quellen finden, brauche zudem wieder Nahrung. Aber hier wachsen Pilze und allerlei Getier kriecht durch die Dunkelheit. Wie wird wohl die erste Nacht? Vor allem leise. Doch ich werde wieder zurückkehren ins Sonnenlicht und ich werde herrschen. Sie werden zu mir aufsehen. Finsternisbezwinger, so wird mein Name lauten. Schreien werden sie laut schreien, aber es wird ihnen nichts helfen, denn der Finsternisbezwinger kommt. Ja, er wird herrschen. Das ist das Resultat meines Willens. Das Resultat Rashtulas Wille. Tag 2. Ich will damit anfangen, mein neues Reich genauestens zu begutachten. Eine Karte muss ich erstellen, Wege einzeichnen und geheime Räume finden. Die Schätze, die sich hier unter dem modrigen alten nach Verrat stinkenden Moloch befinden müssten, müssten gigantisch sein. Zwerge bauten diese Tunnel. Und wenn sie doch für nichts anderes gut sind, diese erbärmlichen Kreaturen. Tunnel können sie anlegen. Ich baue mir in einen in den Stein gehauenen Raum wieder ein Zuhause. Und eine Tür ein. Stark muss sie sein. Schläge und Tritte muss sie aushalten können. Noch traf ich keinen einzigen... Dann ist etwas verbrannt. Außer Ratten. Und dann ist zu viel verbrannt. Deswegen fahre ich fort mit Tag 3. Tag 3. Mein Raum nimmt Gestalt an. Ich habe doch tatsächlich einige äußerst dienliche Gegenstände auf meiner Reise heute durch die Tunnel gefunden. Ein Stuhl, ein Tisch und einige andere Dinge konnte ich bergen. Und in einer alten Kiste fand ich Kerzen, die mir gute Dienste leisten werden. Morgen musste ich den Abzug freilegen, um Feuer machen zu können. Ferner fand ich einige unheilige Schriftrollen, Niederschriften, Prajos, Notizen und allerlei Unwürdiges. Nun, brennen werden sie auf jeden Fall. Brennen. Und dann ist wieder einiges, apropos, verbrannt. Tag 4. Ich bin in einem leeren Raum aufgewacht. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ist Rashtula in mich gefahren? Mein Kopf ist voller Stimmen, die ich nicht verstehen kann, aber sie wollen raus. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Sie rufen Tag und Nacht. Ich muss zurück. Und dann kommt ein Absatz. Welcher Weg ist der richtige? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Dann kommt wieder ein Absatz. Rashtula ist mit mir. Große Wesen sind in diesen Tunneln zu Hause. Sie haben mich gefunden, aber ich war schneller. Ich bin gerannt und meine Schritte führten mich nach Hause. Ich muss mich nun beruhigen und ich muss niederschreiben, was ich gesehen habe. Rashtula ist mit mir. Rashtula ist mit mir. Tag 5. Ich habe Steine vor die Tür gerollt. Sie müssten standhalten. Heute Nacht, oder war es Tag, bin ich aufgewacht und schwere Schritte hörte ich. Etwas lebt hier. Und es hasst scheinbar Eindringlinge. Aber mir kann es nichts anhaben. Trotzdem muss ich vorsichtig sein. Ich habe es tatsächlich geschafft, Angeln in den Stein zu rammen. Das Echo war noch minutenlang zu hören. Nun kann ich eine richtige Tür einbauen. Eine Tür zu meinem neuen Reich. Und wenn ihr euch erinnert, er hatte schon vor einigen Tagen, ich glaube vor 4 oder vor 3, hat er schon mal eine Tür eingebaut. Ist also scheinbar wirklich nicht an den Ort zurückgekommen, von dem er aus losgegangen war und wo er dann irgendwo ein Blackout hatte. Scheint also an einem völlig anderen Ort jetzt zu sein. Tag 6. Und das wird auch erstmal der letzte Tag sein, den ich vorlese. Denn erstens, ich bin unglaublich müde und muss jetzt gleich schlafen gehen. Und zweitens, weiß ich gar nicht, ob das so viele Leute hier interessiert. Also noch ein Tag. Tag 6. Heute werde ich auf die Straßen treten und regieren. Gütig, aber mit eiserner Hand. Mit Verstand und Herz, aber auch mit der Faust. Und mit Stahl, wenn es sein muss. Die Tunnel. Welch Irrglaube. Es sind natürlich keine Tunnel, keine Straßen. Es ist mein neues Reich. Mein Königreich. Mein Reich. Nun packe ich meine Sachen.
Der König muss seine erste Ansprache halten. Der König ist etwas aufgeregt, aber der König wird es packen. Dann kommt ein Absatz. Meine Untertanen fürchten mich. Kaum einer war da. Meine Krönung ist nun vollzogen. Die Ehre gebührt ganz mir. Nun. Kein Wunder. Trotzdem. Einige mehr hätten sich ruhig blicken lassen können. Der Oberst der Stadtwache musste leider seinen ersten Mann hinrichten lassen. Er hatte den König angegriffen. Auf offener Straße. Sowas kann ich hier nicht dulden. Auch wenn seine Schreie laut waren, es musste sein, ein Messer hat er geworfen. Wollte er gegen den König stürzen? Warum sollte er das tun? Ich bin weise. Und schlau. Fragen, die ich wohl nie beantworten werden können. Nun, aber ich muss mich weiter vorsehen. Selbst mit Raschula an meiner Seite, sie sind überall. Ich höre sie jeden Tag, diese Stimmen. Sie sind in meinem Kopf, aber sie wollen raus. Aber ich werde sie nicht rauslassen. Niemals. Niemals. Und das war's. 21 weitere Tage folgen, glaube ich zumindest. Ja, 21 weitere Tage folgen noch. Wie gesagt, er entwickelt sich immer weiter, er wird immer wahnsinniger. Vor allem seine Persönlichkeitsstörung, die er jetzt in den ersten paar Tagen noch nicht so ganz rausgekommen ist. Der Oberst ist ja übrigens selber. Und der Tag, an dem er eben aufgewacht ist und überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wo er war, war er eben als Oberst unterwegs. Wie gesagt, er entwickelt also wirklich eine richtig dolle Persönlichkeitsstörung, weiß dann teilweise überhaupt nicht mehr, wo er war und fantasiert immer mehr Sachen herbei. Einige sachdienliche Hinweise waren trotzdem in diesem Buch zu finden, also einige Wesen scheinen in diesen Katakomben unterwegs zu sein, außerdem scheinen einige andere Menschen in diesen Katakomben unterwegs zu sein. Er macht sich dann weiter hinten auf den Weg, um in diplomatischer Mission, nachdem er einen von ihnen also hingerichtet hat, sich mit diesen fremden Menschen zu treffen und vielleicht sogar Friede zu schließen, wird dann aber irgendwie scheinbar umgebracht. Zumindest sagt das, glaube ich. Na, vielleicht die letzte Seite, wer weiß das. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Und ich hoffe natürlich, dass bald neue Videos kommen, die dann nicht ganz so verwirrt enden wie dieses hier, denn ich bin wirklich schon ganz schön fertig. Ich hoffe natürlich auch, dass bald einige Livestreams weitergehen. Ich habe einen Doodle rausgeschickt und wenn sich jetzt alle eintragen, könnte es sogar weitergehen. Mal schauen, was da das neue Jahr so bringt. Ich hoffe natürlich, dass ihr eine wunderschöne Woche habt. Wir hören bzw. sehen uns dann bald wieder beim nächsten Mein Vlog. Bis dahin werde ich dann auch einige Antworten geliefert haben auf Anfragen, die kamen. Es kamen einige, darüber freue ich mich riesig. Danke dafür. Ich konnte nicht antworten. Ich war wirklich gerade zu fertig, zu krank. Jetzt bin ich wieder halbwegs von den Toten auferstanden. Jetzt wird es also wieder Antworten geben. Wir sehen uns also im nächsten Mein Vlog und dann nuschel ich schon. Bis dahin, wunderschönen Tag und alles Gute.